Ja. Vor 30, 40 Jahren waren Bodybuilder so etwas wie Außerirdische. Man zeigte mit dem Finger auf sie, wie auf die Typen, die früher als Jahrmarktsattraktion auftraten. Heute, durch die Demokratisierung von Fitness und Bodybuilding, ist es zu etwas Alltäglichem geworden. It's a scrumptious day, fantabulous day, miraculous, stupendous in a wondrous way. The sun jumps out and I need to shout, good morning! Incredulous, incredible, simply unforgettable, happiness you bring. Es gibt diese alte Tradition des starken Mannes, der früher auf Europas Jahrmärkten Gewichte stemmte und körperliche Ausnahmeleistungen vollbrachte. Da war der Elefantenmensch, die Spinnenfrau und eben der starke Mann. Interessant ist, dass diese Abnormität mit der Zeit nicht mehr als solche empfunden wurde und zu einer Art Norm geworden ist. Heute sieht man überall Muskeln. Es gab eine genreübergreifende Demokratisierung. Körper, auch weibliche Körper, ganz ohne muskulöse Ausstrahlung, sind heute kaum noch vorstellbar. Der Kult um die Muskelkultur ist variabel und unterscheidet sich je nach Gesellschaft, aber wird uns allen als Idealbild vorgehalten. Wir befinden uns in einer kapitalistischen Phase, in einem System, das die Selbstoptimierung honoriert und in dem soziale Prozesse individualisiert werden. You have one life to live. We all want to be healthy. Build your body. Build your life. L'entrepreneuriat de soi. Dieses unternehmerische Verständnis der eigenen Existenz wird durch verschiedene Botschaften suggeriert. Esst täglich 5 Portionen Obst und Gemüse, bewegt euch, strengt euch an. Jeder muss sich selbst optimieren, auf seine Gesundheit achten. Dieses Modell überträgt sich auf alle Bereiche des Lebens. Man verlangt von uns, diesen Körper zu formen wie ein Produkt. Das kann zu einer regelrechten Besessenheit werden. Die Logik dieses Produktionsgedankens besteht im Grunde darin, den Körper von allen Makeln zu befreien, einen perfekten Körper anzustreben, den es aber nie geben kann. Das ist problematisch. L'hypertrophie du muscle. Die Muskelhypertrophie und der Wunsch nach sichtbaren Muskeln hängt mit der Verbreitung und dem Sieg des Sozialdarwinismus Ende des 19. Jahrhunderts zusammen. Das Leben ist ein Kampf. Nichts als ein Kampf. Man muss der Beste sein. Nur der Stärkste überlebt. All das taucht Ende des 19. Jahrhunderts erstmals auf und erlebt in der neoliberalen Welle Ende der 1970er Jahre ein Comeback. Bernard Tapie, un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux, qui dirige des tas, des tas, des tas, des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme incroyable. Alors, même. Comment faites-vous? D'abord, je suis sportif. Plein de trucs. Je suis sportif depuis que je suis grand comme ça. Oui. Ça m'a peut-être d'ailleurs donné un état d'esprit qui diffère un peu de certains de mes confrères. Je crois qu'il est indispensable d'être physiquement bien en forme si on veut être mentalement bien disposé. Die sozialen Netzwerke haben viel verändert. Der Drang nach Individualisierung und Formbarkeit des Körpers wird dadurch verstärkt, dass selbsterklärte Vorbilder im Netz vorführen, wie man besser und personalisierter trainiert und sich entwickelt. Durch diese personalisierten Modelle wird das Verlangen nach der Formbarkeit des eigenen Körpers verstärkt, was letztlich eine Sinnsuche ist.